Berlin: 6 Jahre nach Aussetzung der Wehrpflicht melden sich immer weniger Männer und Frauen zum Freiwilligendienst an der Waffe. Bis Ende August bewarben sich in diesem Jahr 10.105 Männer und Frauen für den freiwilligen Wehrdienst, ein Rückgang von mehr als 15% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Mehr als jeder Vierte bricht den Dienst während der Probezeit wieder ab. Der jährliche Mindestbedarf von 8.500 Frauen und Männern im freiwilligen Wehrdienst werde aber auch 2017 sichergestellt. Das Ministerium spricht von einer Schwerpunktverlagerung, man wolle nun vor allem Personal gewinnen, das sich langfristig binde. Die Bewerbungen für eine Laufbahn als Zeitsoldat seien im Vergleich zum Vorjahr gestiegen um knapp 3% auf rund 33.400. Insgesamt sank die Zahl der Bewerber für eine militärische Laufbahn, ob für den freiwilligen Wehrdienst oder als Zeitsoldat, von 44.533 auf 43.512. Die Bundeswehr soll familienfreundlicher werden. Die Wehrpflicht für Männer war 2011 ausgesetzt worden. Zum 30. November 2012, also vor genau 5 Jahren, schlossen die letzten Kreiswehrersatzämter, in denen von 1957 bis 2010 mehr als 20 Millionen Wehrpflichtige gemustert wurden. An die Stelle der Kreiswehrersatzämter traten Karrierecenter. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen versucht seit Jahren, die Bundeswehr attraktiver zu machen. Sie soll familienfreundlicher werden. Werbekampagnen wie YouTube-Serien sollen Nachwuchs anlocken. Gleichzeitig beschädigten zuletzt mehrere Skandale etwa um den terrorverdächtigen Oberleutnant Franco A. das Ansehen der Truppe. Gerade wegen neuer Bedrohungen und wachsender Aufgaben für die Truppe will die Bundeswehr ihr Personal eigentlich aufstocken. Bis 2024 sollen die Streitkräfte auf 198.000 Soldaten anwachsen. Seit Ende des Kalten Krieges wurde die Bundeswehr schrittweise verkleinert. Am Tag der Wiedervereinigung 1990 waren es noch 585.000 Soldaten. Der historische Tiefstand lag im Juni 2016 bei 166.500 Zeit- und Berufssoldaten. Das Ministerium hatte 2016 ein Ende des Schrumpfkurses eingeleitet. Um die geforderte Personalstärke zu erreichen, soll auch bestehendes Personal länger gebunden werden. Trotz sinkender Bewerberzahlen kann die Truppe ihr Personallevel aber insgesamt stabil halten. Die Bundeswehr umfasst mit Stand Ende Oktober 178.847 aktive Soldaten, davon 170.089 Berufs- und Zeitsoldaten und 8.758 freiwillig Wehrdienstleistende. Damit liegt die Zahl der Berufs- und Zeitsoldaten über der seit langem angepeilten Grenze von 170.000, wenn auch nur knapp, aus Sicht des Ministeriums ein Erfolg, besonders weil sich im Oktober stets viele Soldaten zur Ruhe setzten. Von Nico Pointner.